Den Herrn, verehrte Zuhörer, und ein mächtiges, herzliches Willkommen zu eurer heutigen Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Hier auf eurem Endzeit-Erweckungsradiosender Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Mein Name ist Pastor Julia und es ist eine große Freude, dass ihr heute eingeschaltet habt aus den verschiedenen Städten von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und natürlich auch aus all den anderen Ländern der Erde. Noch einmal herzlich willkommen an Bord. Gerne könnt ihr uns eure Gebetsanliegen schicken unter jesusislord.fmradio@gmail.com. Natürlich könnt ihr uns auch eure Fragen und weitere Anliegen und Kommentare zu dieser Sendung unter dieser E-Mail-Adresse senden. Liebe Zuhörer, ich möchte euch auch noch unseren YouTube-Kanal bekannt geben. Er heißt Jesus kommt Deutschland. Ihr müsst einfach nur den Namen Jesus kommt Deutschland auf YouTube eintippen und dann seht ihr schon unseren Kanal und dort könnt ihr ganz viele Videos in deutscher Übersetzung finden von den Konferenzen, Audiolehren, Heilungsvideos. Verpasst also diese Gelegenheit nicht. Und besucht uns bitte auch auf der Webseite. Sie lautet www.bereutundbereitetdenweg.org und die englische Hauptwebseite vom Dienst der Buße und Heiligung lautet www.repentandprepare.org. Verehrte Zuhörer, in dieser Sendung werden wir heute die mächtige Botschaft hören: Im Hause des Vaters sind viele Zimmer. Und ich werde euch nach diesem nächsten Anbetungslied einen weiteren Bericht geben über die mächtige Heimsuchung des Herrn, die am 28. und am 29. April 2017 während der Endzeitprophet des Herrn die 83 Bischöfe Wasser taufte und während dem Ordinationsgottesdienst und Weihungsgottesdienst. Diese sehr ehrfurchterregende Heimsuchung hat hier in Kenia in Nairobi stattgefunden und hat sehr viel Veränderung gebracht in der Priesterschaft und ist ein großes Zeichen und Wunder dafür, dass das Kommen des Messias bevorstehend ist. Ich lade euch nun ein zu dem ersten Lobpreislied.
ist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert, deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Gesegnete Zuhörer, herzlich willkommen zurück hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Liebe Zuhörer, am 28. und am 29. April 2017 fand ein ganz besonderer, ein ganz, ganz mächtiger Besuch des Herrn statt. Als der Mann Gottes die 83 Bischöfe im Taufbecken taufte, umhüllte ihn die Herrlichkeit Gottes. Und als die Bischöfe getauft wurden, traten sie in diese Herrlichkeit ein. Und man kann sogar sehen in dem Video auf YouTube, ihr könnt dazu unseren YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland besuchen und dieses Video sehen. Dort könnt ihr sehen, wie die Herrlichkeit des Herrn sich sogar mitbeugte, während die Bischöfe getauft wurden. Und ihr könnt auch sehen, dass am nächsten Tag, während dem Ordinationsgottesdienst und Weihegottesdienst, als der Mann Gottes die 83 Bischöfe weihte, haben wir gesehen, in den Bildern sogar und in dem Video, wie die Herrlichkeit des Herrn den Mann Gottes umhüllte. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, wie die Herrlichkeit des Herrn mit dem Mann Gottes, dem Endzeitpropheten des Herrn, geht. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, wie sie die Füße vom Mann Gottes, dem Endzeitpropheten des Herrn, bedeckte. Und das ist alles sehr ehrfurchterregend. Und nicht nur das, der Mann Gottes wurde auch verklärt vor offener Kamera. Und dies zeigte uns, verehrte Zuhörer, dass wahrlich, wahrlich der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, von dem Herrn, von dem allmächtigen Gott im Himmel gesandt wurde
um die Gemeinde vorzubereiten für das Kommen des Messias. Liebe Zuhörer, ich möchte euch also nochmal auf das Video hinweisen. Bitte schaut euch das Video an auf dem YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland. Das Video hat den Titel Als Jehova Yahweh seinen mächtigen Diener auf der mächtigen Weihungszeremonie besuchte. Und am 7. Mai 2017 haben die Gemeinden von dem Dienst der Buße und Heiligung in ganz Kenia sich dieses mächtige Video angeschaut. Und ganz viele Pastoren und Bischöfe haben angerufen hier auf Jesus ist Lord Radio und berichtet, was in den Gemeinden passierte, als sie dieses Video sahen. Viele Bischöfe sagten, dass in ihrer Gemeinde mit einmal eine ganz ehrfurchterregende Stille ausbrach, als sie dieses mächtige Video sahen, als sie sahen, wie die Herrlichkeit den Mann Gottes umhüllte. Und als sie die Prophezeiung hörten, denn jeder fragte sich, wann wird die Prophezeiung erfüllt werden? Und dann sahen sie die Herrlichkeit in dem Pool. Sie sahen, wie die Prophezeiung sich erfüllte. Die Prophezeiung vom 22. April, verehrte Zuhörer, hatte bereits der Mann Gottes die Prophezeiung gegeben über die Verklärung in dem Pool, während er Wasser tauft. Und mit einmal, nur einige Tage später, sehen wir, wie der Herr seine Worte befolgt, wie der Herr die Worte von dem Mann Gottes, dem Endzeitpropheten des Herrn, befolgt und sie ja sogar gehorcht. Und er besuchte ihn in dem Pool und wir haben gesehen, was für eine mächtige Heimsuchung in dem Pool passierte, in dem Taufbecken, als der Mann Gottes die 83 Bischöfe taufte. Und das Erstaunliche ist, dass der Herr dies in der Öffentlichkeit vollbrachte. Der Herr erlaubte, dass die Verklärung passierte öffentlich vor den Anwesenden, vor den Augen der Anwesenden, vor laufender Kamera. Viele Menschen rufen hier auf Jesus ist Lord Radio an und sagen, dass sie es total erstaunlich und überwältigend finden, was sie in dem Video gesehen haben, wie sie gesehen haben, als die Herrlichkeit Gottes den Mann Gottes folgte, während er die 83 Bischöfe weihte. Man kann das im Video sehr gut sehen. Es ist sehr ehrfurchterregend und es ist wirklich sehr ehrfurchterregend, dass der Mann Gottes es vorher prophezeit hat und wenige Tage später wurde die Prophezeiung erfüllt. Viele Gemeindemitglieder, viele Pastoren, viele Bischöfe haben Buße vor dem Herrn gebracht, nachdem sie das Video gesehen haben, sind bis zum Abend in der Gemeinde geblieben und haben Buße getan, haben öffentliche Buße getan, haben Buße im Radio getan und haben sich neu entschieden, jedes Wort von dem Mann Gottes zu befolgen, jedes Wort zu hören und jedes Wort zu befolgen, jede Anweisung. Der Mann Gottes, er ist separiert, er ist der Endzeitprophet des Herrn, er ist der Gesandte vom Himmel, der die Gemeinde vorbereitet für das Eintreten in das ewige Königreich. In der Bibel heißt es in 2. Mose, Kapitel 23, von Vers 20 bis 22, Pass auf, ich werde einen Engel vor dir herschicken, der dich unterwegs behütet und dich an den Ort bringt, den ich für dich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und hör auf das, was er sagt. Lehn dich nicht gegen ihn auf, er würde euch das nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du ihm aufs Wort gehorchst, wenn du alles tust, was ich durch ihn sage, dann werde ich deine Feinde befeinden und deine Bedränger bedrängen. Gesegnete Zuhörer, der Endzeitprophet des Herrn wurde während der Wassertaufe verklärt und während dem Weihegottesdienst, sodass die ehrfurchterregende Herrlichkeit von Yahweh ihn komplett bedeckte. Die Herrlichkeit des Herrn bedeckte die Füße vom Endzeitpropheten des Herrn. Liebe Glaubensgeschwister, hört auf ihn und ehrt seine Gegenwart. Du weißt es schon.
dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf. Dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst. Herzlich willkommen zurück, verehrte Zuhörer, hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Wir werden nun die Botschaft hören, die der Endzeitprophet des Herrn auf der Konferenz in Amsterdam gesprochen hat. Und das Thema lautet: In dem Haus des Herrn gibt es viele Zimmer. Liebe Zuhörer, bitte schreibt alles mit und habt eure Bibel in nächster Reichweite. Hier ist die Botschaft. How do you know whether you are that sleeping church that the Lord is rebuking now? Woher wisst ihr, ob ihr diese schlafende Gemeinde seid, die der Herr jetzt tadelt? The glory has come to rebuke that sleeping church. Die Herrlichkeit ist gekommen, um diese schlafende Gemeinde zu tadeln. If you find that your salvation is mixed with the wheat. Wenn ihr herausfindet, dass eure Errettung mit dem Weizen gemischt ist. I'm talking about now wheat in terms of the wickedness. Und ich spreche jetzt von Weizen bezogen auf die Sündhaftigkeit. That you are born again today and tomorrow you are living like you are an atheist. Dass ihr heute wiedergeboren seid und morgen lebt ihr wie ein Atheist. And that is the problem with apostasy in the church. Und das ist das Problem mit dem Fall des Glaubens in der Gemeinde. Because apostasy in the church. Denn der Fall des Glaubens in der Gemeinde has created the two congregations Jesus is talking about. Hat die zwei Gemeinden erschaffen, von denen Jesus spricht. Because there is an undercover group of atheists. Denn es gibt eine verdeckte Gruppe von Atheisten. They are called clandestine atheists in the church. Sie werden heimliche Atheisten in der Gemeinde genannt. They are atheists, but they are hidden in the church. You think they are Christian. Sie sind Atheisten, aber sie sind versteckt in der Gemeinde. Man denkt, sie sind Christen. They don't believe in Jesus. Sie glauben nicht an Jesus. And you need to be very careful because I have taught a very long sermon on apostasy of this day. Und ihr müsst sehr vorsichtig sein, denn ich habe eine sehr lange Predigt gelehrt über den Fall des Glaubens von diesem Tag.
Because if you love Jesus, denn wenn ihr Jesus liebt, you'll follow the words of Jesus. Werdet ihr die Wörter von Jesus befolgen. He is holy. Er ist heilig. You love him and you follow holiness because you love him. Ihr liebt ihn und ihr folgt Heiligkeit, denn ihr liebt ihn. But if you bring in all these things you see in the church today, aber wenn ihr all diese Dinge hineinbringt, die man heute in der Gemeinde sieht, then you don't really fear him also. Dann ehrfürchtigt ihr ihn auch wirklich nicht. And awakening the drowsy church, und die schlafende Gemeinde zu erwachen. The book of Romans chapter 13 verse 11 and 14 you can read at home. Das Buch Römer, Kapitel 13, Vers 11 bis 14, könnt ihr zu Hause lesen. You see what the Lord is saying to the church. He's causing the awakening of the church. Seht ihr, was der Herr zu der Gemeinde sagt? Er bewirkt das Erwecken der Gemeinde. At midnight, zur Mitternacht, the cry rang out, ertönte der Ruf, and the virgins woke up. Und die Jungfrauen wachten auf and trimmed the wicks of their lamps. Und machten sich daran, den Docht ihrer Lampen zu schneiden. The book of Matthew 12, verse 20. Das Buch von Matthäus 12, Vers 20. Matthew chapter 12, verse 20. Matthäus Kapitel 12, Vers 20. He says, er sagt, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. And then he says, till he has brought justice through to victory. Und dann sagt er, so wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. The virgins were aware of this. Die Jungfrauen wussten darüber Bescheid. That's why when they woke up, the first thing they did is to trim the wicks of their lamps. Deswegen das erste, was sie taten, als sie aufwachten, war den Docht ihrer Lampen zu beschneiden. Leviticus 24:1-4. Dritte Mose 24:1-4. He is commanding Moses. Er befiehlt Mose. To tell Aaron and the Israelites. Aaron und den Israeliten zu sagen. To bring forth pure olive oil, reines Olivenöl zu bringen, produced from pressed olives, produziert aus zerstoßenen Oliven. You can say clear olive oil from pressed olives. Man kann sagen klares Olivenöl von zerdrückten Oliven. That's a different type of oil. Das ist eine andere Art von Öl. It is produced from raw olives. Es ist aus rohen Oliven produziert. When you burn it on the lamp, it gives a clear flame, no soot. Wenn ihr es in der Öllampe brennt, gibt es eine klare Flamme, kein Qualm. And then he commands Aaron, und dann befiehlt er Aaron, with his sons, mit seinen Söhnen, tend the lamp of God continuously, den Leuchter Gottes beständig Licht zu unterhalten, from evening till morning, von abends bis morgens. Meaning this is the God of light. Das bedeutet, dass dies der Gott des Lichtes ist. He hates darkness. Er hasst Dunkelheit. This is the God of light. He hates darkness. Dies ist der Gott des Lichtes. Er hasst Dunkelheit. And the God of light that hates darkness, und der Gott des Lichtes, der Dunkelheit hasst, is right now commanding the church, befehlt jetzt gerade der Gemeinde, to draw from the latter anointing of the glory, von der letzteren Salbung der Herrlichkeit zu ziehen. This glory comes to anoint the church also. Diese Herrlichkeit kommt, um auch die Gemeinde zu salben. That's why, deswegen, in Kenya, the Lord has anointed the pastors. In Kenia hat der Herr die Pastoren gesalbt. And here he has come to anoint the pastors. Und hier ist der Herr gekommen, um die Pastoren zu salben. But why? Aber warum? Because the work is too much. Weil die Arbeit so viel ist. You need the help of the Holy Spirit to do the work now. Ihr braucht die Hilfe von dem Heiligen Geist, um jetzt die Arbeit zu tun. Great is the wickedness of this hour.
Groß ist die Sündhaftigkeit von dieser Stunde. And great is the harvest when the revival comes. Und groß ist die Ernte, wenn die Erweckung kommt. You heard about 20 million plus sheep. Ihr habt über 20 Millionen und plus von Schafen in Kenia gehört. Even here that revival has come. I have announced it in the name of the Lord. Sogar hier ist die Erweckung gekommen. Ich habe es bekannt gegeben im Namen des Herrn. But he says, aber er sagt, that we need to keep the lamp of salvation burning. Dass wir die Lampe der Errettung brennen lassen müssen. And that is the same parable Jesus is saying about the midnight hour. Und das ist dasselbe Gleichnis, welches Jesus spricht über die Mitternachtsstunde. No, go to those who sell the oil. Nein, geht zu denen, die das Öl verkaufen. And buy some for yourselves. Und kauft für euch selber. If you follow what I'm doing, wenn ihr nachfolgt, was ich tue, I am simply pasting, cutting from what Jesus said. Ich füge einfach ein. Ich schneide von dem, was Jesus sagte. And trying to open up, und ich versuche aufzuöffnen. To see how does that wise church look like? She's still here. Um zu sehen, wie sieht diese kluge Gemeinde aus? Sie ist immer noch hier. Oh, nein. Go to those who sell and buy some for yourselves. Geht zu denen, die verkaufen und kauft für euch selber. Matthew chapter 19 verse 21. Matthäus Kapitel 19 Vers 21. The Lord must love Finland. Der Herr muss Finnland lieben. Because I'm literally teaching them, right? Denn ich lehre ihnen wortwörtlich, richtig? It is easier to come here and announce the coming of the Messiah and walk out like some of my predecessors did. Es ist einfacher, hierher zu kommen und das Kommen des Messias bekannt zu geben und wieder rauszugehen, wie einige von meinen Vorgängern es taten. But I think we can go deeper and prepare the church. Aber ich denke, wir können tiefer gehen und die Gemeinde vorbereiten. Matthew 19, 21. Matthäus 19, 21. Jesus answered. Jesus antwortete. If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. And you will have treasures in heaven. Then come and follow me. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Because the wise virgins told the foolish. Denn die klugen Jungfrauen sagten den Törichten, no. Nein. There is not enough for both us and you. Es gibt nicht genug für uns alle, für uns und für euch. Instead, stattdessen, you go to those who sell and buy some for yourselves. Geht zu denen, die verkaufen und kauft für euch selber. And for the wise virgins to tell them to go buy. Und für die klugen Jungfrauen, ihnen zu sagen, dass sie gehen sollen und kaufen sollen. Could it be true? Kann es wahr sein? That this is the rich church. Dass dies die reiche Gemeinde ist? Could it be true that this is the wealthy nation? Kann es sein, dass dies die wohlhabenden Nationen sind? Finland. Finnland. That has money to buy. Die Geld haben, um zu kaufen. Sweden. Schweden. That has money to buy. Die Geld haben, um zu kaufen. Denmark. Dänemark has money to buy. Hat Geld, um zu kaufen. UK, Großbritannien, that has money to buy. Die Geld haben, um zu kaufen. For the wise virgins to tell the foolish, you go buy. They must have known they have purchasing power. Dass die klugen Jungfrauen den Törichten sagen, geht und kauft. Sie müssen gewusst haben, dass sie Kaufkraft haben. Yesterday, gestern, when I was here in the hotel here, als ich hier gestern im Hotel war, I went to sleep. Fiel ich in den Schlaf. Then the Lord took me all the way back to Kenya. Brachte der Herr mich all den Weg zurück nach Kenia. And he spoke to me about a poor widow. Und er sprach mit mir über eine arme Witwe. I had sent some help to her, ich sandte ein wenig Hilfe zu ihr. Because I knew she was suffering. Denn ich wusste, sie leidete. But yesterday the Lord took me there. Aber gestern brachte der Herr mich dorthin.
And I heard how she was talking about poverty. The children took 2 days without eating. Und ich hörte, wie sie über Armut sprach. Die Kinder hatten 2 Tage kein Essen. In a dream, I'm here and I see in a dream. In einem Traum, ich bin hier und ich sehe in einem Traum. Even the people that were there, one other lady walked in with glasses. I saw everything. Und sogar die Leute, die dort waren. Eine andere Frau kam herbei. Sie trug eine Brille. Ich sah alles. Could it be true? Kann es wahr sein? That the poor people, dass die armen Leute, who have no wealth to spend, die keinen Reichtum zum Ausgeben haben, are the ones who love Jesus more in this generation. Diejenigen sind, die Jesus mehr lieben in dieser Generation. I am simply trying to define the wise church that enters the kingdom of God. Ich versuche einfach nur die kluge Gemeinde zu definieren, die in das Königreich Gottes eintritt. I give the example of the Kenyan taxis. Ich gab das Beispiel von den kenianischen Taxis. Your special taxis, the motorcycles. Eure speziellen Taxis, die Motorräder. Boda Boda. Sie heißen Boda Boda. You find somebody who is riding it is sitting like this. Ihr findet jemanden, der es fährt und er sitzt so etwa. And here is one person. Und hier ist eine Person. Another person. Eine weitere Person. And the third one is carrying a baby at the back. Und die dritte trägt ein Baby auf dem Rücken. And they are going. Und sie fahren. You need God so much on that journey. Ihr braucht Gott so sehr auf dieser Reise. Could it be true? Kann es wahr sein? That the good roads, dass die guten Straßen, the nice smooth roads, die schönen ebenen Straßen, and the good wealthy cancer, well-equipped cancer hospitals, und die guten reichen Krebs, sehr gut ausgestattete Krebskrankenhäuser, the perfect banking systems, die perfekten Banksysteme, when you become a farmer, wenn man zu einem Bauer wird, the vet doctors are there, sind die Tierärzte dort. With new technology. Mit neuer Technologie. Everything is available. Alles ist vorhanden. No. Nein. You instead go to those who are selling and buy some for yourselves. Ihr stattdessen geht zu denjenigen, die verkaufen und kauft für euch selber ein. Could it be that this is the wealthy church? Kann es sein, dass es die wohlhabende Gemeinde ist? That eventually does not enter. Die letztendlich nicht eintritt. Ah. Ah. Did you understand why I have come? Habt ihr verstanden, warum ich gekommen bin? To reach a modern Italy. Ein modernes Italien zu erreichen. Modern Finland. Modernes Finnland. Modern Holland. Modernes Holland. Modern Slovakia. Moderne Slowakei. Everything is smooth. Alles ist sanft. If you drive on the road is okay. Wenn ihr auf der Straße fährt, ist die Straße okay. And the homes, the cars are parked, people are quiet. Und die Häuser und die Autos sind geparkt. Die Leute sind ruhig. There is peace. There is security also. Es gibt Frieden. Es gibt auch Sicherheit. No. Nein. Instead, stattdessen, you go to those who sell. Geht ihr zu denen, die verkaufen. And buy some for yourselves. Und kauft einiges für euch selber. Hey. Could these be the wealthy nations? Könnten dies die wohlhabenden Nationen sein? Good morning, Europe. Guten Morgen, Europa. Oh, yes. Oh, ja. There is a new awakening in town. Es gibt ein neues Aufwachen in der Stadt. Because sometimes life can be so smooth you don't see the relevance of God. Denn manchmal kann das Leben so sanft sein, man sieht nicht die Wichtigkeit von Gott. And yet in Kenya, when I'm traveling, und dennoch in Kenia, wenn ich reise, to, let's say, I don't know which town, zu, lasst uns sagen, ich weiß nicht zu welcher Stadt. I need God because sometimes the road is bad. Ich brauche Gott, denn manchmal ist die Straße schlecht. I need Jehovah all the time. Ich brauche Jehovah die ganze Zeit. I rather stay in a country, ich bleibe lieber in einem Land, that is so poor, das so arm ist, that they need the Lord so desperately. Dass sie den Herrn so nötig brauchen. And on that last day, und an diesem letzten Tag, they will be declared the wise virgin. Werden sie als die klugen Jungfrauen deklariert. I am not saying
that there is a problem with wealth in your nation. Ich sage nicht, dass es ein Problem mit Wohlstand in euren Nationen gibt. But I'm only saying that I've come to prepare the way for the coming Messiah. Aber ich sage nur, dass ich gekommen bin, um den Weg vorzubereiten für den kommenden Messias. And I'm saying, und ich sage, that if there is any kind of wealth that becomes a mountain, wenn es irgendeinen Wohlstand gibt, der zum Berg wird, and stop the Messiah from passing here, und den Messias davon abhält, hier vorbeizugehen, then we need to mow down that mountain. Dann müssen wir diesen Berg herunterbringen. Hallelujah. Hallelujah. But let us move on with the wealth. Aber lasst uns fortsetzen mit dem Wohlstand. You go and buy some for yourselves. Ihr geht und kauft einiges für euch selber. The book of Luke chapter 18 verse 22. Das Buch Lukas, Kapitel 18, Vers 22. I told you today the truth will come to you. Ich habe euch gesagt, heute wird die Wahrheit zu euch kommen. Luke 18, 22. Lukas 18, 22. Oh. And he says, und er sagt, when Jesus heard this, he said to him, als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, you still lack one thing. Sell everything you have. Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. And go to the poor, and give to the poor. Und geh zu den Armen. Besser gesagt, gebe zu den Armen den Erlös. And you will have treasures in heaven. Then come and follow me. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. If there is anything you have in your life, which is a mountain between you and Jesus, he's saying, get rid of it because... Wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, was du hast, welches einen Berg darstellt zwischen dir und Jesus, sagt er, entferne es, denn the glorious, eternal kingdom of God is coming. Das glorreiche, ewigliche Königreich Gottes kommt. Matthew chapter 6, 19 to 21. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 21. I am defining the bride of Christ that goes to heaven. Ich definiere die Braut von Christus, die in den Himmel geht. Because I know that church is still on the earth here. Denn ich weiß, dass diese Gemeinde immer noch auf der Erde hier ist. Let us check the characteristics of that church. Lasst uns die Charaktereigenschaften von dieser Gemeinde überprüfen. And look at ourselves. Und uns selber betrachten. And ask. Und uns fragen. Do I look like that church that will enter? Sehe ich aus wie diese Gemeinde, die eintreten wird? Because I'm talking about real entry. Weil ich spreche über das wirkliche Eintreten. Matthew 6, 19 to 21, he says. Matthäus 6, 19 bis 21 sagt er. Do not store up for yourselves treasures on the earth. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy. And where thieves do not break in. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. For where your treasure is, there also your heart will be. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Revelation chapter 6 verses 5 to 6. Offenbarung, Kapitel 6, Verse 5 bis 6. It is still under this theme. No, you go to those who sell and buy some for yourselves. Es ist immer noch unter diesem Thema. Nein, geht zu denjenigen, die verkaufen und kauft etwas für euch selber. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. In Revelation chapter 6, verses 5 to 6. In Offenbarung, Kapitel 6, Vers 5 bis 6. The Lord gives command to the rider of the black horse. Der Herr gibt Befehl zu dem Reiter von dem schwarzen Pferd. And he tells him, und er sagt ihm, that when you go down there, wenn du dort nach unten gehst, and you see
the oil and wine church. Und du siehst die Öl- und Weingemeinde. The church that is carrying oil. Die Gemeinde, die Öl trägt. And is operating in the new wine. She's drunk. Und sie arbeitet in dem neuen Wein. Sie ist betrunken. They asked Peter. Sie fragten Peter. Why are you people drunk when it's just 9 o'clock in the morning? Warum seid ihr Leute betrunken, wenn es erst 9 Uhr am Morgen ist? The church which has oil, but she is drunk also. The new wine is operating there. Die Gemeinde, die Öl hat, aber sie ist auch betrunken. Der neue Wein arbeitet dort. That when you find that church, dass wenn du diese Gemeinde findest, preserve her. Erhalte sie. Protect her. Beschütze sie. Safeguard her. Auf sie Acht geben. Why? Warum? Because that is the church of heaven. Weil dies die Gemeinde vom Himmel ist. That is the church that enters the kingdom of God. Das ist die Gemeinde, die in das Königreich von Gott eintretet. The church that is flowing in the Holy Ghost revival, Holy Spirit revival. Die Gemeinde, die in der Heiligen Geist Erweckung fließt. Heilige Geist Erweckung. But now look at this now. Aber jetzt betrachtet dies jetzt. That tells you. Das sagt euch. That when Jesus was saying, please, you go sell your things and come and follow me. Dass als Jesus sagte, bitte verkaufe deine Dinge und komm und folge mir nach. He was telling them. Er sagte ihnen. That these things you have in Europe are not treasures. Dass diese Dinge, die ihr in Europa habt, keine Schätze sind. Because they can be destroyed by earthquakes. Denn sie können durch Erdbeben zerstört werden. And floods. Und Überflutungen. And thieves. Und Dieben. They can rust. Sie können rosten. And he says. Und er sagt. Therefore store up for yourselves treasures in heaven. Deshalb sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Where no thieves can access, no rust can destroy. Wo keine Diebe herankommen können, kein Rost kann zerstören. Could it be that the foolish virgins? Kann es sein, dass die törichten Jungfrauen essentially represent the wealthy churches where people are wealthy? Im Wesentlichen die wohlhabenden Gemeinden repräsentieren, wo die Leute wohlhabend sind. Because our churches, don't say our, because may I belong to the whole world. Weil unsere Gemeinden, ich sage nicht unsere, weil ich zu der ganzen Welt gehöre. Their churches. Ihre Gemeinden. Their churches in Kenya. Ihre Gemeinden in Kenia. It's amazing to see millions of people so hungry for the Lord. Es ist erstaunlich, Millionen von Menschen zu sehen, die so hungrig für den Herrn sind. When you look at most of those people, wenn ihr die meisten der Leute betrachtet, they just survive in the name of the Lord. Sie überleben einfach nur im Namen des Herrn. They come to the meeting of the Lord with babies. Sie kommen in das Treffen des Herrn mit Babys. No money. Kein Geld. No Coca-Cola. Keine Coca-Cola. They have not carried a backpack and sandwiches. Sie haben keinen Rucksack getragen und Sandwiches. They just go by the grace of God. Sie gehen nur durch Gnade Gottes. In fact, we have to run there and start cooking for the women with children. Tatsächlich müssen wir dorthin laufen und anfangen zu kochen für die Frauen mit Kindern. We have to start preparing a kitchen quickly and cook for them soup, food, what, porridge, everything. Wir müssen schnell eine Küche vorbereiten und für sie kochen. Suppe, Essen, Haferflocken, alles. They have nothing. Sie haben nichts. But they love the Lord so much. Aber sie lieben den Herrn so viel. That sometimes it shocks you. Dass es einen manchmal fassungslos macht. Could it be that the wealth of this world is sitting between us and Jesus? Kann es sein, dass der Wohlstand von dieser Welt zwischen uns und Jesus sitzt? Can I continue? Kann ich weitermachen? Halleluja. Halleluja. But he replied, I tell you the truth, I do not know you. Aber er antwortete, um euch die Wahrheit zu sagen, ich kenne euch nicht. What did the Lord mean there? Was meinte der Herr dort? The book of Proverbs 21. Das Buch der Sprüche 21. Proverbs 21 verse 13. Sprüche 21 Vers 13. Whoever shuts their ears
to the cry of the poor, wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, will also cry out and not be answered. Der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Could it be that the wise virgins, kann es sein, dass die klugen Jungfrauen, are the church that was able to reach out to the poor? Die Gemeinde ist, die sich um die Armen kümmerte. Could it be that the foolish church, kann es sein, dass die törichte Gemeinde, is the church that poor cry out to them. They have, but they don't give. Die Gemeinde ist, die Armen rufen zu ihnen. Sie haben, aber sie geben nicht. The condition of their heart cannot allow to give. Der Zustand ihres Herzens kann nicht erlauben zu geben. Isn't that an awakening? Ist das nicht ein Aufwachen? The condition of their hearts. Der Zustand von ihren Herzen. And that right away reminds me. Und dies erinnert mich direkt an. Of Lazarus. An Lazarus. And the rich man. Und der reiche Mann. Next, that's what I'm reading. Als nächstes lese ich das. Luke 16, verse 19. Lukas 16, Vers 19. Luke 16, 19. Lukas 16, Vers 19. I am simply helping the church to identify the wise virgins. Ich helfe einfach nur der Gemeinde, die klugen Jungfrauen zu identifizieren. And I'm speaking with a lot of joy because I know many people will enter the kingdom of God because of this. Und ich spreche mit großer Freude, denn ich weiß, dass viele Leute deswegen in das Königreich Gottes eintreten werden. The devil is losing today. Der Teufel verliert heute. Because now there is going to be a reformation in the church. Denn jetzt wird es eine Reformation in der Gemeinde geben. In the hearts of the believers. In den Herzen der Gläubigen. Where you said you don't care. Wo du sagtest, es ist mir egal. And this poor refugee girl. Und dieses arme Flüchtlingsmädchen. Came from a poor country. Kam von einem armen Land. Maybe she didn't grow up well also. Vielleicht ist sie auch nicht gut aufgewachsen. So ja. she might not be walking well. Also kann sie auch nicht gut gehen. She said, please help me. Sie sagt, bitte helfe mir. The winter is too cold, I don't have winter clothes. Der Winter ist zu kalt, ich habe keine Wintersachen. And you rejected helping that little poor refugee girl in Europe. Und du hast es abgelehnt, dieses kleine, arme Flüchtlingsmädchen in Europa zu helfen. He that shuts his ears to the cry of the poor. Er, wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen. They too shall cry out, Lord, Lord, please open for us. Diese werden auch rufen, Herr, Herr, öffne für uns. And nobody will answer. Und niemand wird antworten. Wow. Wow. Today you are going to change your Christianity. Heute werdet ihr euren Christentum verändern. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 16 verse 19. Lukas Kapitel 16 Vers 19. He says the rich man and Lazarus. Er sagt der reiche Mann und Lazarus. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feines Leinen. Jeden Tag. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with wounds, sores. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. And longing to eat what fell from the rich man's table. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Even the dogs came and licked his wounds, his sores. Sogar die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden, seine Geschwüre. The time came when the beggar died and the angel carried him to Abraham's side. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. The rich man also died and he was buried. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. In Hades, where he was, in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiterer Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. So he came to him, he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the
tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Also kam zu ihm. Vater Abraham, rief hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. But Abraham replied, aber Abraham erwiderte, Son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird dafür hier getröstet und du hast zu leiden. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. But Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Halleluja! Halleluja! Be careful. Seid vorsichtig. When the Lord sends the prophet to you. Wenn der Herr den Propheten zu euch sendet, be careful. Seid vorsichtig. Gesegnete Zuhörer, jetzt ist es Zeit, sich auf das Zimmer im Himmel vorzubereiten. Die Zimmer warten auf uns, aber die Frage ist, sind wir bereit, in diese Zimmer hineinzugehen? Leben wir ein Leben vom Geist erfüllt? Leben wir ein Leben, das den Herrn ehrt? Leben wir ein heiliges, gerechtes Leben? Sind unsere Handlungen, unsere Gespräche, unsere E-Mails, unsere Textnachrichten auf WhatsApp, auf Facebook, unsere Briefe, die wir schreiben, ehren diese den Herrn? Ehren unsere Gewohnheiten, unser Lebensstil den Herrn? Leben wir ein Leben der Buße? Ist unser Lebensstil auf den Herrn komplett ausgerichtet? Liebe Zuhörer, überprüft einmal selbst eure Herzen und entscheidet euch jetzt ganz komplett, zu dem Herrn zu gehen und alles Dunkle in eurem Leben zu meiden. Denn wahrlich wird uns sexuelle Sünde, Lügerei und Unmoral nicht in das Königreich Gottes bringen. Es ist wichtig jetzt, es ist absolut kritisch jetzt, nach einem separierten Leben zu streben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Jesus Christus zu empfangen und Gebet und Buße vor dem Herrn zu bringen. Ihr könnt diese Worte nach mir wiederholen. Allmächtiger König Jesus, ich bekenne mich heute, dass ich ein Sünder bin. Ich bin deiner Herrlichkeit kurz gefallen. Heute tue ich Buße für alle Sünden, die ich jemals begangen habe. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Und vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich ab von allen Sünden, von jeglicher Unreinheit, von allem, was dich nicht ehrt. Und ich empfange dich
ganz neu in meinem Herzen. Als mein ewiger Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens und fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Gesegnete Zuhörer, lasst uns zusammen beten. Allmächtiger Vater, dir sei Dank und Ehre. Dir gehört das größte Lob. Ich danke dir für jeden Zuhörer und für jeden, der heute Buße getan hat. Vater, verändere ihr Herz so, dass sie nie wieder dieselbe oder derselbe sind. Mögest du der Sieger ihres Lebens sein und du ihnen neue Kraft und Weisheit schenken. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Gesegnete Zuhörer, in Epheser Kapitel 6 in Vers 18 heißt es, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch für heute. Wir hören uns bald wieder. Hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Mein Name ist Pastor Julia. Shalom. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß.